Neues Leben in alten Mauern. Das ist keine leere Worthülse, sondern beschreibt perfekt das Ansinnen der Wirtschaftskammer, um alte Bauwerke mit neuen, innovativen Firmen zu revitalisieren. Wie gut das bisher geklappt hat, erfahren Sie jetzt von Wirtschaftskammerobmann Michael Pechersdorfer. Die Mischung alter Bausubstanz mit neuem Elan eines Wirtschaftsbetriebes verzaubert schon seit einiger Zeit in Aschach die Menschen. Nicht nur in der Haargalerie, einem Friseursalon am Kirchenplatz, sondern auch in und an vielen anderen Aschacher Häusern erstrahlen verloren geglaubte architektonische Schmuckstücke in neuem Glanz. Eine Initiative der Wirtschaftskammer macht es möglich. Neues Leben in alte Mauern möchte die Wirtschaftskammer bringen. Jetzt gibt es eine neue Initiative. Warum unterstützt die Wirtschaftskammer eigentlich diese Initiative? Wir unterstützen diese Initiative aus dem Grund, dass wir den Unternehmen im Bezirk die Möglichkeit bieten, in diesen alten Mauern ihren Betrieb zu gründen oder weiterzuführen. Auf der anderen Seite den Menschen Arbeit zu geben, in der Region Arbeit zu geben. Das heißt in Summe, wir können im Bezirk die Auspendlerrate drastisch reduzieren, das ja ein klares Ziel der Wirtschaftskammer Eferding ist. Wir bieten eine verstärkte Nahversorgung, das heißt wir stärken auch die bestehenden Betriebe in der Region, im Ort, wo eben dieses installiert wird und damit für alle bessere Lebensqualität und das ist unser Ziel. Es gibt in Aschach, ebenso wie in Eferding, in Alkoven und in anderen Gemeinden unseres Bezirkes, viele alte Gebäude, in denen früher Gewerbe stattgefunden hat. Viele davon stehen leider leer. Mit dem Arbeitskreis Neuer Geist in alten Mauern wollen wir diese Gebäude, diese Mauern wieder neu beleben. Wir wenden uns daher an die Hausbesitzer, sich bei uns zu melden. Wir möchten sie gerne unterstützen, ihre Räumlichkeiten neu zu beleben. Wir wenden uns aber auch an Gewerbetreibende, die in diesen alten Mauern wieder Gewerbe machen wollen. Wir wissen, dass es ein schönes Flair ergibt, dass es eine schöne Arbeitsbedingung ergibt. Wir möchten Sie gerne unterstützen auch in dieser Arbeit. Und wir wenden uns an alle interessierten Bürger und Bürgerinnen von unserem Bezirk, in unserem Arbeitskreis mitzuwirken und uns bei unserer Arbeit zu helfen. Als Leiter der WEKO Eferding bin ich natürlich auch bemüht, dieses Projekt bestmöglich zu unterstützen. Und zwar in zwei Bereichen. Auf der einen Seite die mediale Begleitung des Projektes und auf der anderen Seite auch die Vernetzung, also das Zusammenfinden zwischen Angebot und Nachfrage. Und hier der Appell an die Unternehmerinnen und Unternehmen im Bezirk. Meldet euch bitte auf der Wirtschaftskammer Eferding unter 05 90 90 9 51 50, wann es interessante Beispiele auch in anderen Gemeinden zu berichten gibt. Aschach gilt mit der Haargalerie und dem Café Zauner, um nur zwei aus den vielen florierenden Wirtschaftsbetrieben in den alten Aschacher Häusern zu nennen, als Vorzeigemodell für den ganzen Bezirk. Revitalisieren ist das Stichwort. Neuer Geist in alten Mauern, der Slogan der Wirtschaftskammer. Für mehr Engagement in den Bereichen Arbeitsplätze vor Ort, Ortsbildgestaltung und Wiederbelebung der Region. Infos zur Aktion gibt es unter www.neuer-geist.at.